Stellen Sie sich vor, es ist Urlaubsbeginn, Sie stehen im Stau und sind entspannt. Klingt verrückt, könnte aber mit dieser neuen Technik machbar sein. Der neue Stauassistent Traffic Jam Assistant von Ford arbeitet mit Radar- und Kameratechnologie. In Stausituationen übernimmt er das Steuer und die Pedale. Der Fahrer darf sich einfach erholen. Dafür muss der aufmerksame Assistent nur eins ganz genau wissen, dass es wirklich Stau ist und nicht irgendeine andere unangenehme Verkehrslage. Wir müssen erst sicherstellen, dass wir uns auf einer Autobahn befinden. Das ist für uns also relativ einfach zu erkennen. Dann muss es die anderen Autos sehen, die langsam fahren oder stehen. Dann wissen sie, dass wir in einem Stau sind. Und dann wird angeboten, dass das Fahrzeug das Fahren komplett übernimmt. Nicht nur Bremsen und Beschleunigen, aber auch Lenken. Und das wird so bleiben, bis wieder eine Geschwindigkeit von 50 km/h erreicht wird. Der Stauassistent braucht allerdings Hilfe von weiteren Fahrassistenten. Ohne elektrische Servolenkung, einem Spurhalteassistenten und einer Geschwindigkeitserkennung schafft er es nicht, den Wagen sicher durch einen Stau zu lotsen. Aber wenn alle Assistenten mitwirken, dankt der Chef. Statt Nervenzusammenbruch auf der Autobahn, Meditationsübungen für den Fahrer. Der stressreduzierende Assistent ist allerdings erst in der Entwicklungsphase.